Tschüss. Hey Leute, was klappt euch? Und willkommen hier zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Teams in FIFA Mobile 21. Die nächsten Teams sind am Start, die nächsten 8, 9, 10, 11 Teams, die ich heute bewerten werde. Lasst den Kopf nicht hängen, solltet ihr heute nicht rankommen, probiert es einfach immer und immer wieder. Gestern war ich auch übrigens live und habe auch Live-Teams bewertet. Also live ist auch immer eine überragende Möglichkeit, sage ich mal, euer Team bewerten zu lassen. Also, und wenn ihr nicht live dabei sein könnt oder nicht wollt, ist ja keiner dazu gezwungen, kommentiert einfach mit eurem FIFA Mobile-Namen, mit eurem Liganamen, eurer Gesamtbewertung und vielleicht ist ja dein Team dann in der nächsten Folge dabei. Ich gehe auf Freunde. Ich gehe auf Freunde hinzufügen und dann suchen wir den ersten. Der heißt nämlich Hungry. Also er ist Hunger auf eine geile Teambewertung. Huch. Hat ein 101er Team. Das ist heute übrigens auch die letzte Folge, wo diese Liste hier bedeutet. Also wo diese Liste am Start ist. Ab der nächsten Folge habe ich dann eine etwas, ja, geupgradete Liste, wo wahrscheinlich dann ab 108 die 5 Punkte vergeben werden. Müssen aber mal schauen. Also heute nochmal ab 105 die 5 Punkte. Der Hungry hat hier ein 101er Team. Das ist sein Team hier, das erste Bundesliga. 101 bedeutet 4 Punkte, hast du Glück gehabt. Weil ab 100 bedeutet 3 Punkte. 101, er hat hier einen. Er hat auch kommentiert, habe Van Dijk gezogen. Okay, dafür schon mal ein dickes GG an dich. Virgil van Dijk ist natürlich ein sehr, sehr geiler Innenverteidiger. Dann Giorgio Chiellini. Ja, sieht man auch, ne, ist Premium Elite. Also hat er in dem Premium Elite Pack gehabt. Giorgio Chiellini kann man auf jeden Fall auch machen. Ich finde, Tempowert geht noch gerade so. Also Abwehrstats sind natürlich von Giorgio Chiellini eh überragend. Danilo hinten links ist mir auch zu langsam. D'Ambrosio, der ist gut. Beckham ist sowieso gut. Andarera, Mbappé, David, Ben Yedda. Ja, überragende Karte. Und vorne rechts hat er dann Di Maria und im Kasten Gianluigi Buffon. Und mit Buffon kann man definitiv auch nichts falsch machen. Ich gebe dir für dein Team, ich finde Danilo halt nicht so gut. Ja, ich gebe dir 4 Punkte. Wenn ich 3 wären zu wenig. 5 wären zu viel, 3 wären zu wenig. Ich gebe dir 4 und somit landest du bei 8 von 10. 8 von 10 für dich und dein Team. Und Dankeschön für deine Einsendung. So, der Matze. Mats Hummels, der hat die Haare schön. Freaky, ich Fettfinger hier jedes Mal. Freaky Bus oder Bass oder keine Ahnung. Huch, er hat hier einen 97er Team, das ist er. 128 Chemistry, hat er 128, er hat, das ist er. Der Matze, Matze mit einem 97er. 97 bedeutet 2 Punkte schon mal für dich. Und er hat hier einen, ja, Bundesliga-Team, außer halt Alisson, aber Alisson ist überragend. Beckham ist nice, Müller in Form sogar am Start. Müller ist aber für mich als ZOM zu langsam, aber natürlich ist Müller... Thomas Müller ist einfach, den muss man gern haben, den muss man mögen. Also da würde ich dir jetzt keine Punkte für einen Thomas Müller abziehen beispielsweise. Lewandowski natürlich gut, Caligiuri, Bülter da vorne links. Da kann ich mich erinnern ans letzte Jahr, da hatte Marius Bülter eine überragende Karte. Die Karte finde ich jetzt nicht so. Bist du vielleicht Union-Fan, kann das sein? Mbabu Tabsoba? Okay, ist auf jeden Fall stabil Tabsoba. Süle und Schmelzer. Im Vergleich zu dem anderen Team würde ich dir 3 Punkte geben. Ich gebe dir 3 plus 2, landest du bei 5, ja, landest du bei der vollen Hand. 5 von 10 für dich. Bei Leerzeichen muss ich immer sagen, habe ich ein bisschen Respekt vor, weil irgendwie habe ich da auch ein bisschen Angst. SV Hausch, dass ich halt den Spielernamen nicht finde. Ich finde ihn aber. SV Hausch, we good. 99er Team bedeutet 3 Punkte für dich. 3 Punkte für den Julian. Und der hat hier einen Wang Yishan, einen Matheus Cunha, einen Caligiuri, Mbappé, Beckham, Ander Herrera, Gaia, Saar, David Garcia ist der erste, wo ich nicht so überragend überzeugt bin von ihm. Saar, ja, kann man machen. Süle und Ter Stegen im Kasten. Ich gebe dir 4 Punkte. Ich gebe dir 4 Punkte. Plus 99 kriegst du nochmal 3 oben drauf. Das heißt 7 von 10. Das heißt heute eine Folge, wo nicht jeder 9 von 10 bekommt. So, der Fischi. No joke, er heißt wirklich, Mann, ich Fettfinger jedes Mal, das kann es doch nicht sein. Der, ja, so, der Fischi mit einem 100er Team und Pokéball FC. Da ist er, Pokéball FC, 100er Team, bedeutet 3 Punkte für dich. Und der hat hier einen Sterling, Mbappé, Dembélé, Valbuena. Was hat Valbuena? Sehe ich jetzt zum ersten Mal im Team, hat aber stabiles Netz, der Matthew Valbuena. Dann Naby Keita,
Beckham, Cole, Alaba, Stones, Walker und Leno im Kasten. Also ich finde, viel kann man jetzt nicht verbessern. Es ist ein sehr, sehr geiles Team. Vielleicht ein Alisson im Kasten, so als Ersatz für, oder was heißt Ersatz, aber halt als besseren Premier League Keeper. Dann vielleicht einen Van Dijk. Ich weiß nicht jetzt, wer die besseren Stats hat, aber sieht auch schon gut aus, der Stones als Champions League Karte. Allgemein, die Champions League Karten haben alle gute Stats. Aber ansonsten finde ich das echt ein sehr gutes Team. Ich gebe dir 4 Punkte, definitiv. 4 Punkte plus 3 landest du bei 7 von 10. Der Fischi. Und Grüße gehen raus an dich. So, dann haben wir den Zay. Zayo. Froyo. Zayo Froyo. Mit keiner Liga, das ist er. 102. 102 bedeutet 4 Punkte. Und er hat hier einen Ramos. Er hat einen Tavernier. Was ist er denn für einer? 97 Tempo, 78 Abwehr, 79 Füße, das kann man auf jeden Fall machen. Benzemaini ist jetzt nicht so mein Fall, wisst ihr, ja? Dann Goretzka, Alaba, Savanier, Alex Remiro, David Griezmann, Beckham. Ich gebe dir für dein Team 3 Punkte, plus 4 nochmal oben drauf. 7 von 10. 7 von 10 für dich. Huch. So, dann kommen wir zum Blue Star. Blue Star Tournament 2, da ist er. 104. Das mit eines der high-ratedsten Teams heute. Und mit einer... Nee, das beste Team. Ronaldo, Messi in einem Team. Ronaldo, Messi, Mbappé, Neymar in einem Team. Toni Kroos, Beckham, Roberto Carlos, Van Dijk, Ramos, Carvajal, Courtois. Ich hätte jetzt gerne gesagt 10 von 10, weil ich finde das Team absolut geisteskrank. Also ich gebe dir 5 Punkte für dein Team. Aber da du 104 hast, kriegst du somit nochmal 4 extra und landest bei 9 von 10. Aber, lieber Blue Star, das ist wirklich so ein Team. Aber einfach wirklich köstlich. Köstlich möchte ich dein Team. No joke. So, wir kommen zum Jeremy. Der Hayababa. Ne, Hayaba. Hayaba 107. German Elite Team 2, da ist er. Der Hayaba 107. Was hat er? Er hat eine... Eine geile Abwehr mit Mendy, Varane, Gomez, Van Bissaka. Ein geiles Mittelfeld mit Keita, Bruno Fernandes, Beckham. Und der Sturm ist mit Richarlison und Calvert-Lewin auch geil. Aber diesen Zinkernagel. Aber Zinkernagel hat echt richtig gute Stats. Aber no joke, würdet ihr einen Zinkernagel spielen, auch wenn er 130 Tempo hätte? Irgendwie tue ich mich schwer, einen Zinkernagel zu spielen. Einen Zinkernagel. Und im Kasten hat er einen Alex Remiro. Ich gebe dir 4 Punkte. Stolze 4 Punkte für dein Team und 107 kriegst du nochmal 5 oben drauf. Und somit landest du bei 9 von 10. So, Browski ist back. Bro. Mit 3 O, so wie ich das sehe. Browski. 103er Team. RE League, da ist er. RE hört sich an wie so eine Deutsche Bahnliga. Er hat einen Ronaldo-Kältespieler. Calvert-Lewin, Salah. Geiler Sturm, geiles Mittelfeld. De Bruyne, Keita, Beckham. Abwehr. Trimmel ist gut, Alaba ist gut, Boateng ist gut, Schmelzer sehe ich jetzt nicht so und Neuer. Ich gebe dir aber auch 5 Punkte für das Team. Ich finde das mega, wirklich mega. Der einzige wäre halt Schmelzer, wo ich ein Auge zusammenkneifen würde. Ich gebe dir aber trotzdem 5 Punkte, weil alle anderen Karten sind absolut nice. 103 bedeutet, du kriegst nochmal 4 extra und somit landest du auch bei 9 von 10. Werden wir heute noch eine 10 von 10 erleben? Der Lennox ist der nächste. Also wenn ich ihn finden sollte, Ludi. Leerzeichen 1970. Da ist er. Ludi 1970. Spaß am Spiel. 104er Team. Und er hat hier Messi auf ihn. Also Messi ist natürlich mega. Messi, Neymar, David, Calvert-Lewin, Fred, Beckham, Robertson, Van Dijk, Ruben Diaz. Ich gucke mir mal die Stats an, wo ich die jetzt nicht so mehr 100% weiß. David ist aber auch eine krasse Karte. Fred. Stabile und Guaita hier. Hat für eine 85er Karte auch sehr, sehr gute Werte. Der Keeper von Crystal Palace. Ich gebe dir aber trotzdem 4 Punkte. Weil im Vergleich zu den anderen Teams mit Ronaldo und Messi und Neymar und Mbappé finde ich das Team halt geiler. Und deswegen gebe ich dir 4. Du kriegst aber nochmal 4 oben drauf und somit landest du bei 8 von 10. Und 8 von 10 ist eine sehr, sehr gute Bewertung. So, der Flocky. Der Flocky spielt seit einer Woche. Das heißt, er wird wahrscheinlich keine extra Punkte bekommen. Aber ich bewerte es trotzdem, ihr müsst hier bei den Folgen keine absolut krassen Teams haben. Wenn ihr ein 90er Team habt, dann ist es absolut nicht schlimm. Aber ein 58er, okay, ich glaube, er spielt, gerade den Season-Modus. Flocky 66, das war's komplett. Ich wollte dein Team bewerten,
F in die Kommentare für den gefallenen Flocky. Okay, dann haben wir den Vulver oder so. Also ich weiß nicht, wie man den Namen jetzt auch ausspricht. Ich spreche den jetzt einfach mal so aus. Vulver. Victory Liga. 96, das ist er. Das ist er, 96er Team. Und er hat einen Salah Ronaldo. Ronaldo safe gezogen, oder? Wenn das dieser Premium Ronaldo ist. Oder hast du den gekauft? Schreib gerne mal unten rein. David Orsic. Oh, das ist auch richtig gute Stats, Mann. Modric, Becke, Mendy. Dann Matip, Thiago Silva. Thiago Silva ist jetzt nicht so brutal, halt 61 Tempo halt bloß. Und Matip auch nur 62 Tempo. Also Innenverteidiger würde ich was machen. Und Neuer im Kasten. Ich gebe dir 4 Punkte. Ich habe aber wirklich schon 3 Punkte im Kopf gehabt, weil halt die Verteidigung nicht so geil ist, meiner Meinung nach. Und im Vergleich zu den anderen Teams würde ich dir eigentlich, wäre es eigentlich fairer, wenn ich dir 3 Punkte geben sollte. Ich gebe dir aber trotzdem 4. Du hast halt eine 96er Bewertung und kriegst halt nochmal 2 oben drauf. Und somit landest du bei 6 von 10 Punkten. So, wir kommen zum letzten Team. Und wenn euer Team heute nicht bewertet worden ist, schreibt mir euren Teamnamen, euren Liganamen und eure Gesamtbewertung unten rein. Wir bewerten hier nochmal zum Abschluss den Quiet. Den Quiet mit Neymar, Mbappé, Bailey, Beckham, Savanier, Goretzka, Robertson, Cody, Konaté, Mbabu und Buffon im Kasten. Auch wieder schwierig. Aber im Vergleich zu dem anderen Team muss ich dir jetzt... Ich gebe dir 4 Punkte, ganz klar. Also muss ich dir geben. 4 Punkte plus 3 landest du bei 7 von 10. Weil 3 Punkte kriegst du für die 100er Gesamtbewertung für dein Team. Leute, und das war's dann jetzt hier mit der heutigen Folge von Ich bewerte eure Teams. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und dann sehen wir uns logischerweise. Ja. Heute Abend wieder um 20 Uhr zur 20 Uhr FIFA Mobile Folge. Haut rein und tschüssi.